Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, zu den Bone Breaking Bros. Hinten irgendwo auf dem Dach, nee, hier oben im Haus ist der Beam. Grüß dich. Hallo. Ja, immer noch gleiche Aufnahmesession. Also wenn ihr uns angeschrien habt wegen irgendwelchen Verfahrensfehlern, haben wir nicht mitgekriegt. Oh, ich bin voll. Es ist so nervig. Ja, wir sind nur gut auf Loot-Tour hier in der Stadt. Und nach der letzten Folge mit der Horde, die da morgens kam, Mann. Das war krass gewesen. Das war wirklich krass gewesen. Jetzt sind wir erstmal dabei, das komplette Dorf auf den Kopf zu stellen und alles sinnvoll hier einzusammeln. Also ich finde hier, diese Regale sind auf jeden Fall sinnvoll. Wenn man Ausdauer hätte, wie sieht es denn aus mit deinem Essen überhaupt? Ich habe vorhin doch diese Chicken-Dose gefunden. Die hat das mal gut was gebracht. Ansonsten hätte ich lecker Venison gekocht. Jo, gerne dann gleich. Oh, ey, Leute, das Vollsein, das nervt hier wirklich mal. Ja, aber ich bin auch so ein Inventar-Messi. Es ist aber auch schwierig, hier kein Messi zu sein. Aber ich kann jetzt erstmal nicht. Ich muss erstmal nach Hause das Zeug weggeben. Geht nicht anders. Ich überlege gerade, das haben wahrscheinlich schon viele in den Kommentaren geschrieben, wenn ich bei diesen Metallregalen den unteren Teil wegschlage komplett, müsste doch der Rest in sich zusammenfallen. Probiere ich jetzt mal. Wenn ich Ausdauer hätte. Ich habe auch noch dreimal Hase dabei. Super. Das heißt, ich bin attraktiv für die Zombies. Oh, okay, da muss man ein bisschen aufpassen. Muss man ein bisschen aufpassen, ja. Oh, schon. So, ich gucke jetzt trotzdem noch ein bisschen weiter. Ja, ich guck mal, dass ich das Ding noch hier wegschlage und guck, ob meine Theorie aufgeht. Ammunition. Nation Book. Okay. Oh, das probieren. Ist gut. Das ist das mit den 9mm, was ich meinte. Das ist essentiell wichtig. Ja, kannte ich auch noch nicht. Kannst du das schon? Nee. Meine ich. Aber das Bier, wollen wir mal das Bier trinken, dann habe ich einen Slot mehr frei. Ja, gerne. Hast du auch eins? Wo bist du? Nein, ich habe keins. Achso. Ah, du hast keins für mich. Nee, ich habe nur eins. Dann trinke ich trinke Tee. Wir teilen uns das. Das geht leider nicht, aber bisschen guter. So, ich trinke Wasser, du trinkst Tee. Na, Prost. Bier, meine ich. Ja. Na toll, jetzt habe ich ein leeres Glas. Kannst du mir hinwerfen, kann ich, okay. Nehme ich mit. Weil Gläser sind essentiell wichtig. Hast du zufällig irgendwie, guck mal, du kannst da noch stacken. Hast du Dosen, ja. Empty Can, dann hau ich dir die Runde. Habe ich nicht. Ach so, Bücher? Ja. Kann ich dir die Bücher schon mal runterhauen? Eier. Ja. Tallow? Oder Animal Fat? Eins von beiden? Nichts von beiden. Claw Fragment? Hab ich. Kochtöpfe? Nein. Federn? Nein. Glaube ich, nein. Steine oder Woodplanks? Woodplanks. Woodplanks habe ich, aber das geht relativ schnell. Steine kannst du mir geben. Nee, es geht auch darum, dass ich meine Slots loswerde und das stackt aber bei dir, weißt du? Ja, bei dir macht's ja nicht mehr. Also das System verstehe ich schon, aber... Hast du noch Öl? Habe ich ganz viel. Nein. Okay. Na gut, aber jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz. Bisschen was. Ich habe auch übelst viel mehr Platz. Wir haben übrigens 16.20 Uhr, das heißt, Ja, so 17 Uhr mache ich mich auf den Nachhauseweg. Ja. Ich glaube aber nicht, dass jetzt viel kommt diese Nacht. Nein! Die Theorie ist scheiße. Also wenn, ich habe jetzt versucht, den unteren Teil des Regals wegzumachen. Das heißt versucht, ich habe es getan. Und wenn es runterfällt, ist es komplett kaputt. Hier ist ein Einkaufswagen. Wie geil ist das denn? Ja, das ist ein neuer Loot-Container. Sieht sogar gut aus. Wir müssen auch mal die Häuser markieren, wo wir schon drin waren. Geht das irgendwie? Ja, halt irgendwas hinstellen. Wir haben immer Couchteile in die Tür gestellt. Das ist clever. Das ist wirklich clever. Wir haben Couchteile in die Tür gestellt, um einfach zu wissen, weißt du, so ein Couchteil steht in der Regel ja nicht in der Tür. Oder du klebst es an die Wand. Du kannst sie auch so ausrichten, dass es an der Wand kleben. Chicken nehme ich mit. Also Essen nehme ich jetzt erstmal alles mit, was geht. Hier ist auch ein Bett. Eigentlich wäre so, das Bett kann ich jetzt einsammeln und das kann ich auch einfach dann hinhauen, ne? Zum Sparen. Ja, definitiv. Okay, dann nehme ich es mit. Machen wir hier so einen schönen Screenshot von dem Lager. Clove Chest Armor. So. Ja, die ist nicht gut. Splint lasse ich auch hier. Splint sind so Krücken, glaube ich, ne? Splint, das ist für Minjas ganz gut, wenn man sich das Bein gebrochen hat. Ich habe mir sein Bein entschieden. Stacken eigentlich die Sofateile?
wenn man das gleiche mitnimmt. Ah, die Decken, das ist cool. Die Sofateile, ja, definitiv. Nehme ich mal wenigstens die Lehnen mit. Summen verbrennen. Wir müssen auch auf die Zeit achten. Also nicht nur um nach Hause zu kommen, wir müssen ja auch noch vielleicht in die andere Bude oben aufs Dach. Hm. Ja, ich also glaube jetzt sowieso, dass nachts jetzt nicht so viel los sein wird. Aber. Genau, also jetzt in dieser Nacht, die letzte Nacht war sinnvoll, aber ich glaube, wir müssen dann die nächste Nacht müssen wir leider ein bisschen aussetzen. Ja, ich meine, vielleicht kommt ja auch nichts und man kann währenddessen einfach hier ein bisschen weiter looten. Ja, kann man durchaus machen. Geht. Man kann in der Nacht auch raus. Man muss halt ein bisschen aufpassen, weil wenn die anfangen zu rennen und einen sehen, dann ist... Ja. Wir gucken mal. So, hier ist MT. Dann ist auf jeden Fall was los. So, 17.05 Uhr. Jo, gleich. Ich geh mal in den Keller. Ich bin gespannt. Nein, noch ein bisschen. Mutti, ich will noch nicht. Okay, ich laufe jetzt mal zurück langsam. Reloading Weekly Book. Auch wichtig, mitnehmen. Kann ich auch noch nicht. Ah, Shotgun Shell. Okay. Ist gut. Verstehe. Noch die eine Tür. Denk dran. Ammunition. Warte mal, Ammunition habe ich doch hier, oder? Red nee, Plate Shirt. Auch nicht gut. 17 oder 16, ich sag's nur. Jojojo. Ich nenne dir dann dieser Raum jetzt hier. Dann komm ich. Oh, Scheiß drauf, gehe ich jetzt nicht mit. So ist es auch nicht. Ah, 9mm Bullet, sehr geil. Nice. Hier ist noch was. Mach dich auf den Weg. Ja. Oh, hier, guck mal, Painkiller, wunderbar. Das hier mal weg. So, ich komme. Jo. Ah, ich habe dich jetzt gar nicht getrackt. Ah, gut, ich weiß ja, mein Zuhause steht ja da. Genau, Richtung Weißes Häuschen. Und ich würde sagen, wir gehen auf das große Dach wieder. Ja, da fühle ich mich auch besser. Also ich würde mal gucken, was los ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, jetzt nachts hier rumzurennen. Okay, das sind Zombies. Ja, kannst du mal gern probieren, also... Shit, das Ding schießt ja immer sofort. Mal. Hier ist alles voll, wollen wir es essen? Ah, fuck. Wo ist das Zuhause? Die Richtung. Da hinten ist es. Okay, ich sehe es. Ja doch, hier sind schon einige Zombies. 17.37, jetzt müssen wir uns langsam mal entscheiden. Ich komme. Das Fleisch lasse ich mal hier, dann mache ich das in die Kiste hier rein. Nehme ich mit. Ich will wenigstens mein Bett mal hier abstellen. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Den Footframe rausnehmen unten. Ah, okay. 17.48. Uiuiui. Hast du? Mhm. Ja. Und dann warte, ich komme hinterher. Jetzt kannst du wieder reinsetzen. Danke. Also ich würde zumindest jetzt mal schnell essen und so und dann mal gucken, ob wir da mal rausgehen oder nicht. Aber okay. Davor will ich mein Bett hier noch platzieren. Ich mache noch hier Woodframe rein. Oh, schön, aber es ist endlich jetzt mal so eine Situation, wo nicht alles zu viel ist. Weil mir ging das die ersten Folgen so, es war irgendwie alles viel zu viel gewesen und es ist kaum vorangegangen. Das war ein bisschen, war schwierig. Und jetzt so langsam fühlt man sich ein bisschen besser. Man hat das Gefühl, man überlebt vielleicht doch. Klar überleben wir. Niemals die Hoffnung aufgeben. Ja. Man muss ja bedenken, normalerweise hat man ja doppelt so viel Ausdauer oder sogar noch mehr. Das ist jetzt ein bisschen nervig noch, aber wenn wir jetzt lange gesund leben und nicht sterben, dann wird das wieder über die Zeit. Wir müssen übrigens den Shit dann drüben in der Hütte einsortieren langfristig. Jo. Also. Sag mal, sind hier schon wieder Zombies am Start? Ja, sind schon wieder welche. Hier sind schon wieder Zombies. Ich sortiere jetzt trotzdem mal in die Kiste, um einfach ein bisschen Platz zu bekommen. Mhm. Okay, den Rest müssen wir drüben mal absichern. Ich mache jetzt noch ein paar Pfeile. Ich bin übrigens undetected. Ich auch, ja. Hast du noch Federn? 30 Stück. Gib mal bitte. Danke. So, 30 Federn. Das heißt, ich habe nur 16 Steine. Egal. Können wir uns zum Teil herstellen.
So, 9 mal Öl haben wir mittlerweile. Auch nicht dein schlecht. Bauch hängt hier rum. Der hängt im nicht. Augenwinkel. Nein. Also hängt im Bild, wollte ich. Ja, es muss ja auch ein bisschen den Ladies auch mal was bieten, ne? Absolut. Mann mit Bauch. Wie hat mein Opa immer gesagt, ein Mann ohne Bauch ist ein Krüppel. Guter Mann. So, Wieso bin ich in Hunted? Ah, hier unten kommen sie. Komm schön in die Spitzen. Na komm. Genau, lauf immer schön hier entlang, genau. Wo ist denn die Toilette hier in dem Haus? In andere Richtung. Ist hier unten die Toilette? Oh, hier kommt eine Horde. Ja? Ja, ich laufe jetzt im Zickzack hier entlang. Nee, ich bin oben. Wenn du mal guckst, ich laufe auf der Kante. Und Scheiße, hier ist kein Klo. Die da aufzubereiten. Ich wollte eigentlich Mittel trinken vorbereiten. Problem ist, dass die ab einer gewissen Höhe durch die Gore-Blocks... Oh, pass auf, ich schieb dich sonst. Geh in die Hocke am besten und lauf hin und her. Also links und rechts, dass du immer da durchguckst. Ja, die werden jetzt langsam doch hier angelockt irgendwie, habe ich so das Gefühl. Hm? Naja, könnte auch noch eine Horde sein. Ich wundere mich. Ah ja, der ist tot. Komm, beweg dich, Digga. Beweg dich. Besser für die Figur. Ah, du redest jetzt nicht mit mir, oder? Nein. Ich rede mit dem Dicken hier. Nee. Der bewegt sich nicht, das ist das Problem. Ja. Doch, jetzt. Ich glaube aber, der hängt durch die Gore-Blocks. Hm. Du bist nicht gedetected, oder? Glaub nicht. Ich würde ja am liebsten mal so einen Woodframe hier rausnehmen, den mal kurz in den Schädel schießen. Ah, jetzt läuft er. Jetzt läuft er. Komm doch her. War doch so schön mit dir auf den Spitzen. Digga. Komm. Wieso ist der jetzt wieder langsam? Wie lange haben wir denn? 21 Uhr? Ah, jetzt ist er umgefallen. Jetzt ist er umgefallen. Eben. Okay, ich bin undetected. Wie viele Pfeile hast du denn? Ich glaube, ich hatte davon noch gar nichts angehabt. Als Torso. Das kann sehr gut sein. Wie viele Pfeile hast du? Also Pfeile habe ich für den Bogen 52 und für die Armbrust 6. Für die Armbrust, darauf ging es mir. 6. Okay, 6, dann... Hier hast du schon mal... Nee, warte mal, das lege ich nicht hier hin. Ich lege das hier unten hin, weil ich habe Angst, dass das... Dass wir da aus Versehen vielleicht einen Frame rausnehmen. Hier liegen welche. Okay. Hast du noch Steine zufällig einstecken? Nee, leider nicht. So, Bleikisten müssen wir dann drüben nochmal aufbauen. Ich hätte ja Bock, jetzt mal rauszugehen. Ja, mach das. Spricht ja nichts dagegen. Aber nicht darum. Das ist tief. Ja. Ich hau mal immer mein Inventar noch näher. In mir Fett. Pack mal den wichtigen Stuff. Juju. Aus dem Gürtel raus. Genau. So, eine Bandage und ein Crossbow. Kann man den eigentlich reparieren? Steht hier jetzt was mittlerweile? Repair Item Stick. Warte mal, das probiere ich jetzt mal aus. Ah, guck mal hier, den Crossbow kannst du reparieren. Du musst keine zwei haben. Einfach mit Stickies. Okay. Das ist ja... Der Crossbow geht. Weil du von... Wir haben noch in einer letzten Folge hast du irgendwie gesagt, Ich hab nachgefragt. So, genau, du hast extra nachgefragt und ich dachte nein, aber ich wusste es nicht besser. Eigentlich. Aber der ist ja auch jetzt nicht unbedingt nur dafür, sondern auch für den Fall, dass man mal stirbt und einer weg ist. Das ist verschwendet ist er definitiv nicht, ne. Das war ja so der gute Gedanke. Gehen wir in der Hocke aber runter. Ja. Ups. Ich repariere mal ganz kurz die Wand hin. Hast du dir gerade die Beine... Hast du dir die Beine gebrochen? Ja. Du hast von den Splint. Wenn nicht, habe ich einen. Ja, ich habe den nicht mitgenommen. Ich habe einen dabei. Hier, liegt am Boden. Bone Breaking Pros. Direkt anlegen und bitte nicht mehr so hoch runterspringen. Was? So hoch ist das jetzt auch wieder nicht. Nein. Ich verstehe auch nicht, warum du das nicht gebrochen hast, aber ich habe es schon beim Fenster nicht verstanden. Jetzt bräuchte ich mir den Einspieler. Bone Breaking Pros. Genau. Das Jingle kurz drüber. Es geht auch wirklich schnell. Ja, nee, falsch. Hier vorne. Ja, du. Ich würde sagen, ich setze mal den Woodframe dann wieder rein, wenn du raus bist. Nee, erstmal packe ich den wichtigen Stuff wieder ins Inventar. Kannst du ja schon mal rausnehmen, dass ich raus kann. Ja. Okay.
In der Hocke aber bleiben, ja. Nicht aufstehen. Da hinten ist einer. Der springt aber, das ist doof. Sag mal, fehlt das Dach bei uns beim Nachbarhaus? Kann sein. Ist das doch das Dach eingestürzt, oder? Weiß ich nicht. Gut möglich. Sieht so aus, als wäre da so eine Schneise drin. Okay, ich bin auch mal... Also bleiben wir zusammen. Ja, wir bleiben welches zusammen. Haus haben wir denn noch nicht gewesen? Weil ich würde wir ja würden dann sterben, gell? Das ist ja schon klar. Ja. Wir haben... Ach, 53. Scheiß da drauf. Wir werden einfach ein bisschen looten. Ich habe das Gefühl, dass hier das Dach fehlt. Aber es kann natürlich auch sein, dass das... vielleicht sollte ich mal die Hütte zumachen, oder? Ach, scheiß drauf. Hast du einen Kreischer? Ja. Wichtig ist, du musst die treffen am Kopf. Wenn du die anditschst, dann sind sie... Genau. Auf dich aufmerksam. Und dann rennen sie. Was ist das creepy hier draußen? Ja, irgendwie schon. Da hinten rennt einer. Da rennt einer, ja. Sieht uns aber nicht. Nee, solange du in der Hocke bleibst, ist alles gut. Guck mal derweil ganz kurz hier nach dem Stuff hier drin. Waren wir da noch nicht? Nein, das ist unser... Achso, das ist unser Zuhause. Genau. Ja, da ist das Poolhaus. Genau. Ja, früher mit Minikarte war das echt noch leichter, weil man dann die Zombies gesehen hat, wo die sind. 8 Eisenbahnen, da kann ich den Rest mal hier draufsetzen. Zur Not komm rein, gell? Hier rein, meine ich. Jujujuju. Oh, Level 10. Nice. Man kriegt also auch, wenn man schleicht, kriegt man auch Erfahrung, oder was? Echt? Du bist durch Schleichen? Ja, ich habe den Zombie getötet und erst 10 Sekunden später kam das Level ab. Also entweder war es eine Latenz oder du hast wirklich Erfahrung durch Schleichen bekommen. Dass ich einfach so gut im Schleichen bin. Sneaky Bros, Sneaky Bros. Muss ja ausnutzen, dass das Feuer hier unendlich brennt. Oder nicht unendlich, aber länger brennt als ich hätte ja auch Bock, mal in den Wald zu gehen, ein bisschen auf die Jagd, so ein bisschen Tiere und so. Und vielleicht finde ich ja was Schönes im Wald. Ich geh mal jetzt weiter nach Norden. Hier sind welche. Hab ich aber noch nicht gesehen. Da. Das sind 2. Die rennen aber vorbei. Und ich futter, während du draußen... Lass dir schmecken. Sehr gut. Aber ich will mich ja auch mal ein bisschen dran gewöhnen, wie man sich am besten hier verhält in der Nacht, weil dann also in der Nacht, muss man nicht jede Scheißnacht in der Hütte bleiben. Absolut. Nein, da gebe ich dir absolut recht. Ich würde manchmal, weißt du was, ich mache noch Eier mit Speck. Scheiße, wir haben nur 3 Eier hier. Dann grill ich den Hasen. Ich gehe jetzt mal zu diesem See da. Die Richtung. Und vielleicht... kann ich ja 1-2 Tiere erschießen. Wir brauchen echt, also mal so ein bisschen Vorrat an Essen, das wäre eigentlich super angenehm. Aber ich weiß jetzt nicht, wie lange, komm, 1-2 Minuten. Ah, hier ist nicht mehr Brennmaterial drin, okay. Achso, das Feuer hat nicht gebrannt nach dem Serverabsturz, genau, so war das. Painkiller reinhauen. So normale Bandagen heilen nicht, ne? Die bringen nur was gegen Bluten. Nein, die nur gegen Bluten, also nur, dass du halt verblutest, genau. Ich habe nämlich gut Leben verloren, wo ich mir das Bein gebrochen habe. Ich habe noch einen Painkiller gehabt. So, 4:36. Schon bei Tag 9. Hier haben wir schon mal die Kisten angefangen hinzubauen. Hier wird es langfristig unser Lager werden, hier drüben. Die Werkstatt sozusagen, das flache Haus. Kann ich eigentlich mal hier den Boden reparieren? Oh, kann jetzt hier nicht mal ein Hirsch oder ein Schwein sein. Da hinten sind das Hunde? Ne, das sind Spider-Zombies, 2 Stück. Okay, den lasse ich mal. Ja, sieht die Hütte doch ganz gut aus. Wir müssen halt dieses flache Haus auch gut absichern, weil wenn die uns überrennen, ja, und uns die Kisten zerschlagen, dann ist der ganze Stuff, der da drin ist, weg. Ja. Vielleicht müssen wir dann überall mal Fackeln aufstellen für den nächsten Angriff, damit wir die schon mal eher sehen. Im Übrigen haben wir gut Eisen mittlerweile. Durch dieses Zerschlagen dieser Metallregale haben wir schon 16 Eisenbarren. Sehr gut. Aber auch in der Nacht sieht das jetzt total genial aus, wie die Bäume hier flattern. Das hat was. Ja, weil die sich so ein... Oh, da sind Spider-Zombies unterwegs. Ja.
bin am See. Ja gut, gleich ist sowieso 6 Uhr. Ich meine, 6 Uhr, ein paar zerquetschte. Geht's weiter. Ich würde jetzt mal gucken. Ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen unbekanntes Terrain. Ich würde mal hier so ein bisschen nach Norden gehen. Ja, genau. Und guck immer mal, wenn du aufgedeckt hast auf der Map, ob du so einen etwas fetteren schwarzen Fleck auf der Map siehst. Weil das ist dann eine Höhle und das ist dann unser Valhalla sozusagen, was jetzt Material angeht. Rennen die 6 Uhr noch? Nee, ich meine, das müsste jetzt zu Ende sein. Ich meine 6.15 Uhr spätestens. Ich werde es jetzt ausprobieren. Ich gehe nämlich mal raus. Ich sage mal, wenn das noch hier mal gelbe Blumen. Ist niemals gelben Schnee. Fällt mir bei gelben Blumen immer ein. Echt? Ich dachte, das ist der gute. Der gelbe. Wo ist denn hier einer? Hier knurrt irgendjemand. Boah, der Morgen nicht. Sieht so Hammer aus. Ja. Ah, auf dem Dach. Hier, guckt mal, Leute. Guckt mal. Der hat es auf dem Dach. Wie kommen die denn aufs Dach? Achso, das sind Spider-Zombie. Natürlich kommen die aufs Dach. Mhm. Boah, ich will ein Screenshot von dieser herrlichen Umgebung hier. Okay, die rennen nicht mehr. Weil sonst wäre ich jetzt, glaube ich, tot. Okay. Ach scheiße, ich habe noch keine Pick. Ich hätte mal noch eine Pickaxe mitnehmen sollen. Mist. Die Feueraxt. Das Nest schon gelootet? Ach, das ist ein Autoreifen, das ist gar kein Nest. Da kommen maximal kleine Autoreifen raus. Ja, wir sind übrigens auch am Ende einer Folge. Hm. Leider. Leider. Gerade so im Flow, gell? Ja. Wir haben jetzt einiges an Folgen aufgenommen, aber wir werden auch wieder in Flow kommen beim nächsten Mal, bin ich mir ganz sicher. Denn langsam sind wir auf dem Weg der Verbesserung auf dem grünen Zweig sozusagen. War ich dran? Warst du dran? Ich weiß es nicht mehr. Ist mir egal. Tschüssi, Leute. Bis zur nächsten Folge dann. Ne? Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Wir sehen uns auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder. Nicht die Knochen brechen. Nein, bitte nicht. Machen wir für euch. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüssi.